Es ist kalt in Amberg. Die Frisur sitzt. Ich hol uns mal ein Konterbier. Wir haben ihn kaputt gemacht. Let's go! Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Herr Dark. Heute mit einem Vlog, ein neues Video. Und wir sind heute unterwegs und es ist jetzt erstmal halb sechs, 5 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr fahren wir los nach Abenberg, denn da findet etwas statt, was ich geil finde. Und ihr begleitet mich heute zum Videodreh zu dem Lied Konterbier der Gossenpoeten. Das letzte Bier war schlecht wie immer, wenn ich nicht langsam zäh, wird es schlimmer, wenn ich wieder mal. Also, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Startet! Ich bin euch streng. Der kleine Manuel möchte bitte am Dixi-Club abgeholt werden. Ich schau mich mal ein bisschen um. Das macht. Schatz, wir sind viel zu früh da. Ja. Wo bist du überhaupt? Da bist du. Ja. Die Band kommt gerade erst an. Seit Stunden sind wir schon hier. Guten Morgen. Ich habe jetzt schon nasse Füße. So, ich dachte, ich kann dich filmen, wie du auch mal was arbeitest und jetzt gibst du es ab. So. Hallo. Ich bin auch dabei. Oh, ist das ein niedlicher Bulldog. Wer bist du und was machst du hier? Also ich bin der Wandervogel von den Gossenpoeten. Ich bin die Julia und ich halte ein Klemmbrett. Ich bin das Blumenmädchen. Und ich bin hier zum Muffin essen und wir drehen heute ein Musikvideo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin der Chef und ich mache hier die Ansagen. Sie ist die Chefin für heute. Du bist trotzdem die Chefin hier. Ja. Warum hast du dann die ganze Zeit die Kamera gehalten? Ich bin nicht so gut vor der Kamera, ich bin besser hinter der Kamera. Du. Oh, ich glaube, ich geb den Löffel ab. Ich verspreche, es wird, auch wenn es Risiken wird. Ja, man reiche mir Konterbier. Mein Konterbier. Ja, wer glaubt, selbst fühlt sich gut an. War nie richtig Konterbier. Hat mal jemand die Kamera, Frau, festhalten? Ich habe noch mal eine Frage. Ja, frag mich Fragen. Wir sind ja hier heute auf dem Videodreh zu einem eurer Lieder. Ja, richtig, ja. Bei mir dürfen wir ja sagen, das heißt Konterbier, weil das kommt gleichzeitig raus. Ja, klasse. Wenn ihr das Video jetzt seht, dann seht ihr deren Video in der Videobeschreibung zum Beispiel. Und das wird die Festivalhymne 2023. Da bin ich gespannt. Mein Konterbier! Habt ihr ein Konterbier für mich? Nein, okay. Ihr seid ja die Statisten heute. Was ist eure Aufgabe heute hier? Sitzen uns auf. Wie gefällt es euch bis jetzt? Sehr gut. Sehr gut. Außer das Wetter? Wir hatten extra besseres Wetter bestellt. Aber so ist es halt hier bei uns in Franken, da kann man sich auf nichts verlassen.
Grüß dich. Warum habt ihr mich eingeladen? Wir hatten... Jemand anders, okay. Nein. Ist es mein Image? Weil du so super sympathisch bist und wir wussten, dass wir mit dir einfach mega viel Spaß haben werden. Und haben wir Spaß? Schon, du nicht? Doch, ich habe auch Spaß. Wir hatten ja mal einen wunderschönen Livestream mit Tiernan Ock, wo du eben stimmt, dabei genau. warst. Und es war einstimmig, dass dein Name gefallen ist. Echt? Weil wir hatten sofort ein Voll Bild von dir. Von euch. Also sehr wirklich. Ich hoffe, ich entsprich auch dem Bild. Also das ist mein Festival-Outfit, so wie ich normal auf dem Festival bin. Das passt wunderbar. Du kannst ein bisschen mehr zu Jasmin gehen, weil du klebst gerade sehr am Manuel. Aber wir haben uns lieb. Das ist immer so, wenn er besoffen ist. Wie findest du den Videodreh bisher? Saugeil, macht voll Bock. Ich hoffe, alle haben auch Spaß. Und es ist, glaube ich, sehr erfolgreich bisher. Und jetzt pünktlich, wo man mit meiner Szene anfangen zu drehen, geht mir meine Stimme kaputt. Ja, du musst ja nichts sagen. Gott sei Dank. Weiter! Aber du bist jetzt dran, wir müssen jetzt aufhören. Mit meiner Performance bis jetzt zufrieden? Sehr. Was hat dir am besten gefallen? Ich bin überaus überzeugt. Mein Favorit war am Anfang, wo du schon aus dem Zelt rausgestolpert bist, weil das einfach so authentisch war. Okay. Das war geil. Das müsst ihr euch anschauen. Natürlich auf dem großen Poeten YouTube-Channel könnt ihr das Video anschauen. Ja, bitte. Im Dreck geschlafen hab und ich leide quasi. Gefällt euch das Lied? Gut. Gut. Das war der Hammer! Hast du das Lied geschrieben? Nö, das hat der Darian geschrieben. Also aus dem Leben gegriffen. Exakt. Kann es sein, dass ihr ein Saufalbum produziert habt? Nein, tatsächlich nicht. Die erste ist ganz anders. Okay. Und wir haben es auch bunt gemischt. Es ist diesmal viel mehr Vielfalt im Album drin. Ja. Aber das kriegt ihr dann schon alles mit, wenn es im Herbst rauskommt. Also wenn ihr wissen wollt, wann das Album rauskommt, bei mir erfährt ihr es als Erster. Fahne mit dem Wind!
Habt ihr euch den Text merken können? Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich nicht. Konterbier, das ist das Wichtigste, was man wissen muss, genau. Wo kann man euch noch überall folgen? Auf Instagram, auf Facebook sind wir auch, Gossenpoeten. Und wir haben auch TikTok. Wir haben abgedreht! Yeah! Hat's dir gefallen? Ja, wunderbar. Ich will jetzt wieder mein Bett. Und du? Hat's dir gefallen? Der Hammer. Ja, geil. Flughafen! Jawohl! Hey! Beilage! Hey! Beilage! So, jetzt gehen wir heim. Jetzt gehen wir heim. Ich muss heim. Das war's jetzt. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Der Dreh ist fertig und es war wahnsinnig anstrengend. Das Wetter hat nicht gescheit so mitgespielt, aber wir hatten noch Glück. Es hätte auch schlimmer sein können. Richtig, es hätte jetzt auch Dauerregen geben können. Genau. Und jetzt fahren wir heim. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert den YouTube-Channel und schreibt einfach in die Kommentare, mit welcher Band wir noch Videos drehen sollen. Oder schreibt die Band an, dass ich ein guter Schauspieler bin und mitspielen soll. Und vergesst natürlich nicht, auf das Video zu klicken von den Gossenpoeten. Unten in der Videobeschreibung ist es natürlich verlinkt. Das ist am selben Tag rausgekommen wie dieses Video, also lasst mir den ein Like da und schreibt es schön ins Kommentar. Im Auftrag von Herr Dark. Piert's euch.